So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ETS2. Yay! So, mal gucken, was für Aufträge wir jetzt hier bekommen können. Erstmal mal gucken, ob wir hier irgendwie pennen müssen oder so. Ja, ne? Genau, pennen gehen müssen wir. Und tanken tue ich auch gleich mal, weil der ist mittlerweile auch halb leer. Der ist zwar nicht so wichtig, aber vor allen Dingen halt das Pennen gehen. Gut, Tankstelle ist ja gerade gar nicht in der Nähe, dann lassen wir es mit dem Pennen gehen mal doch lieber sein. Hä, der Auflieger wurde mit gespeichert? Wieso wurde der Auflieger mit gespeichert? Ich habe doch, ge also es wurde doch gespeichert, als die Mission bereits zu Ende war. Der verschwindet doch normalerweise der Auflieger immer, wenn man den lädt. Ah ja, neue Version des Spiels, neue Sitten. Oh, Straße frei, sehr gut. Grün haben wir auch, los, los, los. Ja! So, wir haben sogar zwei Orte, wo wir pennen können, aber wir nehmen lieber den rechten Ort, weil da haben wir auch gleich ein Fragezeichen, was wir aufdecken können. Und nichts machen wir lieber als einen Mercedes-Lieferanten zu finden. Wow. I'm so happy. Wo können wir überhaupt pennen? Hier? Nee. Wo denn hier? Also laut dem. Ach, da drüben bei der Werkstatt. Wir sind hier falsch. Ernsthaft, wir sollen hier mitten auf dem Gebiet parken? Weißt du, sonst immer sind die Parktaschen super klein. Ja? Aber hier, wo man halt locker als LKW reinpasst, hier hat man halt super viel Platz. Und das ist dafür gedacht, dass man hier auch mit Auflieger parken kann. Weil dafür sind die Parktaschen definitiv nicht gemacht. Nein. So. Schöne Volvo-Logo. Ja. Sieht schon echt schnieke aus, der LKW. Am Tag sieht das zwar viel besser aus, aber naja. Gut. Motor aus, Handbremse rein und pennen. Und dann gucken wir mal. Oh, 3800 Dollar. Euro. Eieiei. Naja. Bis wir denn wieder mit ATS spielen, habe ich dann gelernt mit den Euro. Und dann sage ich den ATS immer wieder Euro. Und so wechselt sich das immer ein bisschen ab. Also, easy. So, was jetzt? Wir brauchen Mission. So, und zwar da. Da. So, gucken wir mal, was wir von hier aus alles liefern können. Wir können oben den großen Auflieger. Nach da oben. Eigentlich wollten wir wieder nach unten, ne? Also ungefähr so in die Richtung hier, genau. Wobei das ist der falsche Abzweig. Oh. Dort ist aber mal eine geile Mission. Wobei, ganz ehrlich, mit der Fracht über die ganzen Brücken, dafür ist der LKW definitiv zu schwach. Weil 60 Tonnen sind schon mindestens 60 Tonnen. Also das ist schon sehr schwer. Was das angeht, würde ich dann wahrscheinlich doch eher das hier nehmen. Das ist schön langer Auflieger wieder. Wir fahren ein bisschen weiter nach da oben, wo wir auch noch so eher selten waren. Können wir zwar noch weiter von unserer eigentlichen Garage weg, aber hey, ist dann auch irgendwo egal. Als Navi-Ziel einstellen. Zeit zu So. gehen. Hier können wir uns eigentlich mittlerweile stärkeren Motor leisten. Nur mal so aus Interesse. Motor. Ne. Erst auf Level 20. Schade.
Ja, und hier könnten wir zwar mittlerweile ein größeres Fahrwerk nehmen, aber das wäre halt hier unser schönes, ne, weg. Ich meine, ganz ehrlich, das Ding zu nehmen wäre natürlich auch irgendwo ganz cool, aber. Weiß es nicht. So ein mittellanges Ding hier, sowas hier zum Beispiel, da haben wir dann keine Verkleidung außen, ne? Ah doch, gibt es ja auch Verkleidung für. Ja gut, aber hier ist ja in der Namensschrift natürlich abgeschnitten. Ja, nee, also entweder bleiben wir bei dem, was wir jetzt aktuell haben, oder wir nehmen höchstens den Dreier. Aber auf den würde ich erst gehen, wenn wir A genug Geld dafür haben. Warum müssen wir 100.000 Euro zahlen? Achso, wie in der Kabine. Ja, genau. Die Kabine alleine kostet halt schon 76.000. Ah, es ist also definitiv jetzt aktuell noch viel zu teuer. Und wie gesagt, würde ich halt erst dann machen, wenn es sich lohnt. Sprich, also, wenn wir wirklich die volle Motorauspuffstufe haben mit 750 PS. Und dann halt noch genug Geld über haben für so eine Spielerei. Von daher ist das erstmal so, wie der gewiss gerade ist, reicht da vollkommen aus. Vielleicht später noch einen stärkeren Motor rein. Aber am Aussehen würde ich jetzt erstmal vorläufig erstmal nichts ändern, weil das halt relativ tief in die Taschen geht. Und da bin ich aktuell nicht wirklich bereit zu. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Zumal wir ja noch einen weiteren Fahrer einstellen wollen und Biegen dann auch nach erstmal noch rechts eine ab. Garage kaufen wollen, irgendwo oben in den Im Bergen, also hier in Kreisverkehr Skandinavien. während der Ausfahrt nehmen. Von daher. Nimm diese Ausfahrt. Rechts halten und dann Okay. rechts abbiegen. Schön, wie wir einfach beim Bremsen hinten schon komplette Traktion verlieren und einfach komplett ausbrechen. Biege nach rechts ab. Obwohl wir nicht mehr lenken. Demnächst links abbiegen. Nein, das ist halt das Problem mit LKWs, Biege dadurch, nach dass links halt. ab. Was ist mit diesem LOD los? Das Auto war gerade 50 Meter von uns gerade mal entfernt und trotzdem war das Auto in so einer lauen Qualität, dass sich gerade nicht mal die Räder gedreht haben. Was ist da los, Amanakon? Was ich gerade sagen? Ja, ne, genau, das ist halt das Problem mit LKWs, dass wenn die halt keinen Auflieger drauf Demnächst rechts haben, abbiegen. hinten halt so leicht sind, weil da halt nichts ist, dass wenn du halt bremst, du sehr schnell den Punkt erreichst, dass der Gewichtsmittelpunkt vor der Biege nach Vorachse, rechts vor der ab. Achse ist. Und du damit dann nach vorne überfällst. Oder halt zumindest hinten sämtliche Traktion verlierst. Deswegen, ohne Auflieger in der Kurve zu bremsen, kann schon mal ins Auge gehen. Immer geradeaus. Natürlich nur, wenn du stark bremst. Klar, wenn du schwach bremst, dann natürlich nicht. Aber eben, wenn du gerade in der Kurve bist und dann Biege irgendwie nach merkst, links ab. da läuft eine Person auf die Straße oder sowas und willst eine Vollbremsung machen, einfach aus Reflex, dann kannst du den LKW schon mal rumziehen. Hier endet es. Hier endet alles, mein Freund, meine Freundin. So, Aufträge. Und annehmen, ne? Annehmen. Mal gucken, was wir für Optionen haben. Immer mal schon durchseppen hier. Aber. Ich glaube mal. Wir haben hier gekühlten Doppelkombi. Hier ist ja noch als Kühlauflieger. Ah. Dann nehmen wir doch den. Der ist schön. Aber eben, beim Preis ändert sich da eigentlich nicht so viel, ne? Ich meine, wir haben jetzt 34.000. Und wir haben hier 34.000. Also beim Preis ändert sich eigentlich nicht wirklich was. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, wir sind trotzdem Kühlauflieger, weil wir transportieren ja frische Kräuter. Und frische Kräuter sind nur so lange frisch, wie sie gekühlt sind. Ne? Allein aus diesem Hintergrund, Gedanken, Dings, Gedöns, wäre es halt schon sinnvoll,
zu Dings an. So wissen wir auch Flieger. Der ist hinter uns. Ne, vor uns. Da hinten. Ach, da läuft es ja auch schon. Da fahren wir mal ein bisschen hier lang oder fahren wir da lang? Sieht fast so aus, als wenn wir hier rum besser langkommen. Okay. Hab mein Licht hier noch an die ganze Zeit. Ich, ein LKW und eine Glasfassade. Was kann schon schief gehen? Vor allem, ich finde es halt auch witzig, wie man den LKW umkonfigurieren kann. Den Auflieger. Obwohl der Auflieger hier eigentlich schon steht. Oder der einfach quasi von Geisterhand einfach so und dann liegt er einfach hin. Ein bisschen seltsam, aber hey. So, von da kamen wir, also fahren wir da weg, zumal hier auch ganz viel Auflieger steht. Ich glaube, hier kommen wir auch leichter weg. Oder wir fahren einfach durch die Glasdinger durch. Easy. Gewächshäuser. Links abbiegen. Biege nach links ab. Stopp! Wobei, Straße ist frei. Let's go. Demnächst rechts abbiegen. Das Schöne ist halt, Kräuter wiegen halt nichts. Von daher aber jetzt nicht so Schwierigkeiten auf. Rechts ab. Bleib aufstrecken. So, da könnte es richtig schon losziehen hier. Biege nach so. Links ab. Ja, ist ja gut jetzt. Fahren wir mal nach links. So. Ab auf die Landstraße. War auch schon wieder so ein Ding. Und dann können wir auch langsam mal wieder ein bisschen Musik anmachen hier. Ungefähr so und so. Oh, schon waren wir 80. Naja, man merkt schon, wesentlich leichterer Auflieger. Also, leichtere Fracht. Der Auflieger wiegt ungefähr genauso viel. Wenn nicht sogar mehr, weil wir haben jetzt einen Kühlauflieger. Das heißt, der Auflieger wiegt an sich mehr. A, der Kühler wiegt und B, ist der auch ja mehr isoliert. Von daher. Ja, eben, bei den Angaben, die da immer drin stehen, mit diesen 9 Tonnen zum Beispiel, bei der Fracht, ist das jetzt eigentlich wirklich nur die Fracht oder die Fracht mit Auflieger? Weil das wäre eigentlich entscheidender, ne? Weil der LKW muss ja beides ziehen. Wie jetzt nur 70, was ist los mit euch? Ja, fahrt doch mal! Oh mein Gott. Dann rollen wir hier mal lang. Oh, Schacker, das ist so extrem.
Oder ist das gerade nur meine Bluetooth-Verbindung? Naja. Alleine mit den Rollen roll ich den hinten fast drauf. Was ist denn los mit den Leuten? Wisst ihr, normalerweise würdest du jetzt einfach überholen. Geht aber bei der Straße hier nicht. Voll unfair. Scania! Ist zwar gerade schon ein hässliches Plakat, aber hey. Medienkompetenz 6 setzen. Immer geradeaus. So, bei der Tankstelle da vorne tanken wir aber nicht, sondern wir tanken erst, wenn wir das nächste Mal pennen gehen. Weil unser Tank reicht noch 1500 Kilometer. Von daher. Nein, Krediten. Rat mir ich doch. Also, da habe ich mich so drauf gefreut, dass wir eine leichte Fracht haben und hier aus dem Pushen kommen und dann sind wir mitten im Trauerland. Hei. So, komm, jetzt überholen wir aber hier. Oder auch nicht, weil da vorne wieder ein Gitter kommt. Ja, da vorne kommt wieder so ein Gitter. Ach, leck mich doch. Na gut, wir sind jetzt die 80 Kammer zu halten. Alter, selbst bergauf hielt halt einfach an. Wie nix. Mach aus. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
50. Okay. Okay, nicht für uns scheinbar. Aber wir fahren trotzdem zu schnell. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Das ist aber schon eine Quellwolke da oben, ey. Holy moly. Okay, ich glaube, ich muss ja mal... Ne. Wer gerade sagt, ich muss mal denn nach der Aufnahme mal meine Bluetooth-Kopfhörer neu verbinden. Die knacken und... Knacken hier. Nicht, dass der Ton zu unsynchron wird. Aber geht eigentlich aktuell. Und schon wieder Kreisverkehr. Yay! Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Stockholm. Bitte, oh mein Gott, ne? Oh, diesen Jet. Also, da können wir aber nicht losfliegen. Geradeaus.
Ja. Also freilich fahren ist ja schon also ein, aber dennoch noch gegen die Fahrtrichtung lenken. Eieiei. Hey, wow. Wir sind wieder in der Spur. Wie habe ich denn das geschafft? Okay. So, wir haben 38 Stunden tatsächlich Zeit. Wir können also zweimal pennen. Aber einmal pennen bis der geht out. Nee, nee, könnte knapp werden. Egal. Wir haben ja, wie gesagt, 20 Stunden Reserve, mehr als 20 Stunden. Von daher sollten wir zweimal pennen können. Sollte also alles passen. Die Frage ist, können wir nicht mal pennen? Oh, wir jetzt doublen können. Na gut. Ansonsten, das nächste Mal können wir dann erst nirgendwo pennen. Wow. Gut, ne, dann packen wir uns hier pennen. Da haben wir gleich eine Garage mit Werkstatt und allem drum und dran. Nein, ich möchte nicht da, sondern da. Okay, wir fahren los. Und Postos. Kann man wieder Fragezeichen aufdecken? Easy. Wie er rumgepiept hat, obwohl gerade mal 3 km/h über dem Maximalspeed war. Digga. Immer geradeaus. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Hey. Nimm diese Ausfahrt. Hätte ich gewählt, hätte Benner seinen Kühlergrill mitgenommen. Route neu berechnen. Soll ich jetzt mit Auflieger pennen? Na, wird ein bisschen eng. Tja, wenn ich nur wüsste, ob ich da hinten besser pennen könnte, da bei dem anderen Gebäude da hinten. Ah ja, komm. Packen wir halt einfach alles zu.
Ja, das wird nichts. So. Eigentlich wollte ich doch gerade gar nicht pennen. Wow. Ich bin doch schon wieder ein King of. Ich wollte nur kurz Vollpause machen. Ha. Eigentlich habe ich gerade davor gespeichert. Nee, nee. Eben, pennen wissen wir noch gar nicht. Ja, ich bin jetzt gerade mal halb voll. Fertig zum Losfahren. Ganz ehrlich, nö. Feiern. So wie wir stehen, sind wir gut. Jutschen, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn es denn dann heißt, ja, nächste Folge und so. Bis dann.